Cut. Das dritte C steht für Cut, den Schliff. Es gibt 5 Schliffgrade, von gering bis exzellent. Der Schliff beschreibt generell die Form des Diamanten, wie zum Beispiel der klassische runde Brillant, ein Treppenschliff, wie der Smaragdschliff oder einer der vielen Fantasieschliffe. Die Schliffnote bezieht sich allerdings nur auf den Brillantschliff und klassifiziert die Proportionen und die Schliffausführung, also Symmetrie und Politur. Der Schliff hat direkten Einfluss auf das Feuer und die Brillanz eines Diamanten und damit letztendlich auf seine Schönheit. Besonders ist der Schliff nicht nur durch seine Komplexität im Vergleich zu den anderen 4C. Letztendlich entscheidend ist der menschliche Faktor, die Kunst des Schleifers, der den Rohdiamanten in den begehrenswerten Schmuckstein verwandelt und ihm sein lebhaftes Lichtspiel verleiht. Dieses besteht aus 3 Faktoren. Brillanz. Die namensgebende Eigenschaft des Brillanten, die Brillanz, beschreibt, wie weißes Licht im Stein reflektiert und in das Auge des Betrachters zurückgeworfen wird. Hier zeigt sich noch einmal, wie wichtig die Proportionen und die richtige Anordnung der Facetten sind, damit möglichst viel Licht zurückgeworfen werden kann. Funkeln. Das faszinierende Funkeln des Diamanten entsteht durch das Zusammenspiel von reflektierenden und spiegelnden Facetten innerhalb des Diamanten. Das Ergebnis ist ein lebendiges Bild aus Schwarz und Weiß. Feuer. Als Feuer eines Diamanten bezeichnet man die Aufspaltung von weißem Licht in die Regenbogenfarben. In der Fachsprache wird die Zerlegung von Licht in seine Spektralfarben auch Dispersion genannt. Die unterschiedlichen Parameter innerhalb eines Schliffgrades sind keine Unterschiede in der Güte, wie ein Beispiel anhand der variierenden Tafelgröße einer exzellenten Schliffnote zeigt. Je größer die Tafel, desto mehr Licht wird aus dem Diamanten über die Tafel zurückgeworfen und desto höher die Brillanz. Je kleiner die Tafel, desto größer wird der lichtbrechende Bereich, was mehr Feuer und Farbspiel generiert.